Groß angelegter Wahlbetrug durch die Briefwahl in Brandenburg. Die alternativen Medien, sie drehen durch, weil der Landeswahlleiter eine krasse Grafik veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass die AfD quasi doppelt so viele Urnen wie Briefwähler hat. Das ist noch lange kein Grund, hier einen Wahlbetrug zu sehen, denn wir müssen uns die Zahlen im Detail angucken und auch die Parteiprogramme. Damit aber erst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Wahl ist rum und die AfD, sie geriert sich als nicht so guter Verlierer, obwohl sie viel gewonnen hat. Über 8% ist das Plus und sie können hier wirklich stolz sein auf die Leistung. Es gibt ja zusätzlich noch das BSW mit 12% aus dem Stand. Davon wären ja auch Teile bei der AfD gelandet. Gestern Abend waren die ersten Auszählungen konträr zu den ersten Hochrechnungen. Ich kann euch das auch erklären, aber dazu müsst ihr auch willens sein, zu verstehen, wie das ganze System funktioniert. Dass die ersten Auszählungen krass abweichen von der ersten Prognose, ist wirklich völlig normal. Denn die Prognose wird erstellt anhand von Urnenwählern. Und zwar von Urnenwählern, meistens in stadtnahen Wahllokalen. Das heißt, die Forschungsgruppe Wahlen, INSA und so weiter stehen an dem Wahltag. Angenommen, es gab 1000 Wahllokale in Brandenburg, gab wahrscheinlich mehr, es waren 3925 Stimmbezirke, also wird es mindestens so viele Wahllokale gegeben haben. Und dann stehen bei 20, 30, 40 oder 50, je nachdem wie viel das kosten darf, Wahllokalen stehen diese Forschungsgruppen und machen eine Nachwahlbefragung. Sie fragen also die Leute, was sie gewählt haben. Darauf sind sie vor allem angewiesen, dass die Leute sagen, das Richtige sagen, was sie gewählt haben und nicht lügen. Diese Sachen werden akkreditiert, also aggregiert und hochgerechnet und natürlich von Demoskopen geklettet. Manchmal liegen sie gut drauf, manchmal liegen sie völlig daneben. Das wird um 18 Uhr veröffentlicht. Das ist die Prognose anhand von Nachwahlbefragungen in den Wahllokalen. Da sind die Briefwähler sogar komplett außen vor. Da man aber in der Historie auch weiß, wie das Verhältnis war in Brandenburg zu den Brief- und zu den Urnenwählern, denn das, was ich euch gleich zeigen werde, das sehen wir immer in Brandenburg, das ist völliger Wahnsinn, nein, das ist völlig normal für Brandenburg und es steht sogar im Parteiprogramm. Also diese 18-Uhr-Prognosen, die kommen von diesen Nachwahlbefragungen. Das, was dann auf der Seite des Landeswahlleiters zu sehen ist, sind die Ergebnisse nach Meldungseingang. Und da ist es ganz logisch, umso ländlicher der Raum und umso kleiner der Urnenbezirk, umso weniger Wähler auf dem Urnenbezirk, umso schneller habe ich gezählt. Und genau hier ist es, auf dem Land hat die AfD die große Stärke. Im Speckgürtelbereich um Berlin wird es dann schwächer, beziehungsweise umso näher man an die Städte kommt. Und genau das haben wir dann auch gesehen. Es wurden zuerst die ländlichen Gebiete ausgezählt und dann kamen immer größere, immer städtischere Wahlkreise dazu. Und dann haben sich diese Balken angeglichen. Ich habe es euch ja gesagt, die waren am Anfang 10% auseinander. 10% mehr AfD als SPD, aber klar, auf dem ländlichen Raum. Das hat sich angeglichen und die Prognose von gestern, die war wirklich gut von der Forschungsgruppe Wahlen, muss man mal sagen. So kommt es aber zu Ende, dass ihr bei dem Wahlleiter völlig andere Dinge seht, wie bei der Hochrechnung. Denn die Hochrechnung, die nach der Prognose kommt, die wird auch nur anhand von den Teilergebnissen, die es gibt beim Wahlleiter, und das sind die, die zuerst auf dem Land sind, wo die AfD am stärksten ist, das wird nicht eins zu eins übernommen und präsentiert, sondern sie haben auch hier ihre verschiedenen Berechnungsmodelle, bis sie dann am Ende die letzte Hochrechnung quasi von den Demoskopen ist dann fast das amtliche Endergebnis, weil sie das dann eins zu eins übernehmen. Jetzt schauen wir uns hier allerdings die krasse Grafik an, der Brief- und der Urnenwähler in Brandenburg. Wir nehmen die Zweitstimme. Die Zweitstimme ist nämlich relevant für die Sitzverteilung. Hier hat die SPD an der Urne 30,4% der Stimmen und bei den Briefwählern 32% der Stimmen. Die AfD hat allerdings an der Urne 34,8% der Stimmen und nur 17,5% Briefwählende. Und hier wird ein krasser Betrug gewittert. Da ist aber kein Betrug.
Denn es gibt auch die Gegenseite. Bei der CDU sind es Urnenwähler 10% und Briefwählende 16,6. Eine Differenz von 6,6%. Hier in diesem Fall 66% mehr Briefwählende als Urnenwählende für die CDU. Beim BSW ist das ähnlich, 11,9% an der Urne und 16,9% haben Brief gewählt. Bei der AfD ist es genau andersherum und genau das ist die Politik der AfD. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt über 1700 Kommentare unter meinen Videos auf meinem Kanal, die ausschließlich beinhalten, bei Brandenburg ins Wahllokal gehen, niemals Briefwahl machen, vorher informieren. Da gibt es, ich würde nicht sagen, dass das Bots sind, ich vermute, das sind wirklich Menschen, die das händisch machen, die kommentieren so etwas. Und weil sie bei der Briefwahl Betrug wittern, den ich euch auch erklären kann, der aber an einer anderen Stelle zu finden ist, wollen sie, dass die Leute an der Urne wählen. Und genau das kommt bei diesem Ergebnis auch heraus. Ihr könnt ja gerne mal die AfD-Wähler, die ihr kennt, fragen, wie viele von denen Brief wählen. Das ist immer so. Das wäre jetzt sogar quasi krass auffällig, wenn unter den Briefwählenden vergleichbar viele AfD-Wähler wären wie unter den Urnenwählenden. Denn die AfD-Wähler, sie wollen weniger Briefwahl, die Partei möchte weniger Briefwahl und sie machen auch in Summe weniger Briefwahl. Dass es Stimmen gibt, die nicht gezählt werden, obwohl sie zu zählen sind, mag vorkommen, aber im großen Stil sind das immer nur Behauptungen und Wahlbetrug ist ein schwerer Vorwurf. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Anzahl der ungültigen Stimmen anschaut, die Anzahl der ungültigen Zweistimmen ist 0,82%. Unter 1% ungültige Stimmen, da sieht man, dass sie alles, was man irgendwie zählen konnte, als erkennbaren Wählerwillen auch gezählt haben. Es gibt Wahlen, da gibt es 2, 3, 4% ungültige Stimmen. Ihr seht das hier, bei den Erststimmen gab es 1,4% ungültige Stimmen. Die Abweichung zwischen Erst- und Zweitstimme auch in der Anzahl ist völlig normal. Wie wir hier sehen, gab es insgesamt 1,51 Millionen Wählende. Es gab allerdings 9.000 mehr abgegebene Zweitstimmen als Erststimmen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gibt Leute, die wählen nur die Zweitstimme. Es gibt Menschen, die wählen einen Zweitstimmenkandidaten, bei dem auf der Erststimme gar kein Direktkandidat steht. Das ist alles völlig normal. Und die AfD, sie hat hier 470.000 Erststimmen bekommen und 438.000 Zweitstimmen. Die SPD 500.000 Erststimmen und 463.000 Zweitstimmen. Das ist im Rahmen des Möglichen. Das ist ein völlig normales Wahlergebnis, was ja viel interessanter ist. Die FDP hat 12.462 Stimmen und die Tierschutzpartei 30.032. Wenn man 2,5-mal so viele Prozente hat wie Christian Lindner, heißt man Tierschutzpartei. Mal sehen, was sie daraus machen in Berlin. Und bevor ihr kommt und wieder sagt, das mit der krassen Abweichung hier, das kann nicht sein. Ich sage euch doch, das ist völlig normal. Wir gehen hier zurück zur Bundestagswahl 2021 in Brandenburg. Dort bei der Zweitstimme ähnliches Verhältnis. Urnenwählende 21,7%, Briefwählende bei der AfD nur 11,6%. Und in die andere Richtung umgekehrt, alle anderen hatten dann bei der Briefwahl logisch etwas mehr, zum Beispiel auch die Grünen 7,8% an der Urne, Briefwählende 11% bei der Bundestagswahl 2021. Und damals waren es auch 543.000 Briefwähler zu 1,05 Millionen Wähler an der Wahlurne. Jetzt waren das wieder vergleichbare Zahlen. Wir hatten 1,026 Millionen an der Urne und 486.000 Briefwähler. Und wir haben auch noch die Wahlergebnisse der Europawahl. Ihr wisst, die Europawahl, wo sie blau abgeräumt haben in Brandenburg. Hier ist nochmal die schöne Karte. 27,5% Ergebnis für die AfD. Und auch hier völlig normal, Vergleich Urne-Briefwahl. An der Urne hat die AfD 32% und bei der Briefwahl 15,7%. Und weil das Wahlergebnis gepasst hat, kam keiner auf die Idee, bei der Europawahl in Brandenburg zu sagen, Wahlbetrug mit der Briefwahl. Deswegen Vorsicht mit diesen scharfen Waffen. Sie haben gestern dann noch den Vogel abgeschossen und haben sich, es gibt so einen KI-generierten Song, da singen sie darüber, dass sie alle abschieben. Haben sie natürlich auf der Wahlparty der AfD medienwirksam öffentlich gespielt, wo ich immer nur sagen muss, das ist, weil sie nicht aufpassen, wer denn alles U-Boot vom Verfassungsschutz ist. Natürlich gibt es Ermittlungen wegen Paragraph 130 StGB Volksverhetzung.
Manchmal lernt man und manchmal sitzt man da und sagt sich, sie lernen nicht, auch beim zweiten Mal nicht, auch beim dritten Mal nicht. Und da sind wir wieder. Die AfD lernt in gewissen Dingen nicht, einfach mal die Klappe zu halten. Das ist das Gleiche, wie die Altparteien nicht kapieren wollen, was der Wählerwille ist. Ich ahne Schlimmes, wenn sie hier mal an der Macht sind und mitregieren. Und alle, die mir vorwerfen, ich wäre hier schuld, dass Wähler die AfD nicht wählen. Die AfD sollte auch keine 51% der Stimmen haben, aber dazu brauche ich hier nichts machen, denn das wird aus natürlichen Gründen vorläufig nicht passieren. Und das muss man halt akzeptieren in der Demokratie, dass es immer eine Mehrheit geben wird, die anders denkt als man selbst. Deswegen braucht man dann einen Koalitionspartner, der so ähnlich denkt wie man selbst, um vielleicht mal eine Mehrheit zu haben. Das ist schwer. Denn jeder denkt, er hat das richtige Weltbild, er hat die richtige Ansicht gefunden und ist davon überzeugt, dass alle anderen den Irrweg gehen. Das denkt jeder. Es ist am Ende bitter, es ist bitter für Brandenburg, denn Brandenburg hat hier entschieden, ein weiter so, wirklich ein weiter so. Das Schöne ist, da die Grünen hinausgeflogen sind, gibt es in Brandenburg keine Fraktion jetzt mehr, die sagt, die Grenzen bleiben unkontrolliert. Das wird wirklich spannend, denn Brandenburg ist ein Grenzland und hier sind sich alle einig, dass der Zuzug nach Brandenburg von Irregulären begrenzt werden muss. Das wird jetzt wirklich der Lackmustest am Ende für Woidke. Seine Erpressung, sie hat ja hier weitgehend funktioniert. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung und natürlich kann es jetzt noch Beweise geben für Betrug. Und zwar Betrug im Einzelnen, ja, hier irgendwo Stimmen nicht abgegeben, da liegen Umschläge rum, aber dass im Großen und Ganzen jetzt irgendwelche Stimmen da ungültig gemacht werden würden bei der Briefwahl, kann ich nicht erkennen, denn die Historie sagt, die wählen so, die Videokommentare bei mir sagen, die Leute wollen auch keine Briefwahl machen, die die AfD wählen, und da ist es nur logisch und konsequent, dass so ein Ergebnis am Ende herauskommt. Wie man bei der Briefwahl jetzt trotzdem bescheißen kann, wollt ihr wissen? Naja, da sind ja immer noch die ganzen Leute über 70 in Brandenburg, die Herrn Woidke gerettet haben. Da sind darunter viele Nichtwähler und viele, viele Rentner. In der Gruppe der Rentner hat Woidke fast über 50% geholt. Bei den Erstwählern war die AfD mit großem, großem Abstand stärkste Kraft. Und zwar, weil die Erstwähler, die Jungwähler, die Messer quasi täglich sehen und teilweise zwischen den Rippen haben. Sie baden aus, was ihre Elterngeneration vermasselt hat. Und hier passiert jetzt eines. Die Rentner, die weiterhin diese schlechte Politik für dieses Land wollen, obwohl die Jugend ganz anders da wählt, möchte aber von der Jugend jedes Jahr eine Rentensteigerung. Ich sehe hier einen Konflikt sich zuspitzen. Völliger Wahnsinn, Leute. Das ist völliger Wahnsinn. Da sitzen die Alten, ja, über 70, die sagen, wir wählen die, die hier mach hoch die Tür, mach weit das Tor machen, alle reinlassen. 3,5 Millionen Menschen hier im Land, die hier, also die Schutz suchen hier, ja, die wir alle bezahlen. Und dann sollen wir mehr Krankenkasse bezahlen und dies und das und jenes und Ananas. Da geht mein Puls schon langsam wieder in die Höhe. Wird Zeit für noch einen Kaffee heute Morgen. Abonniere diesen Kanal. Wir behalten das natürlich im Blick mit Brandenburg, auch wie das jetzt weitergeht mit der FDP hier in Berlin. Ich glaube, nichts passiert. Christian Lindner hat immer noch keine Eier gefunden. Vielleicht ist ja Frau Lehfeld inzwischen schwanger. Dann könnte er als werdender Vater da auch die Reißleine ziehen und sagen, nee. Für meinen Sohn sage ich, nicht mit dieser schlechten Politik oder die Tochter. Ist alles nur Gerüchte, keine Bestätigung einer Schwangerschaft von hier. Also nicht, dass ihr hier wieder was in den Raum setzt am Ende, was es nicht gibt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib sie unter dieses Video und damit ciao. Bis bald.